So, mal ein neuer Rundgang durchs Vogelzimmer. Wir haben nochmal umgebaut für unseren flugunfähigen Vogel. Wir hatten vorher das Zimmer so, dass der überall klettern konnte und unten den ganzen Boden ausgelegt mit Decken, Kissen. Aber die Absturzhöhe war doch zu hoch, also haben wir umgebaut. Hier unten sieht man auch unseren Luftfilter. Der hilft enorm, gerade bei dem ganzen Vogelstaub bei 4 Wellensittichen. Wir haben auch frisch sauber gemacht, es sieht hier nicht immer so aus. Jede Menge Schaukeln, um die sich jeden Abend gekloppt wird, auch wenn wir mehr Schaukeln als Vögel haben. Kork zum Knabbern wird von den Mädels gern genommen. Jede Menge Futter auf dem Boden. Wir haben einen flugunfähigen, der frisst den Scheunendrescher. Wahrscheinlich schmeißen wir auch über die Hälfte weg, aber die wuseln alles durcheinander, die haben so einen Spaß. Bitte schön. Wir bestellen das auch immer im Internet. Knollgrassamen, die gehen ab wie Schmidts Katze da drauf. Und hier vorne ist nochmal eine Schale mit Hafer. Kriegen die ab und zu, weil unser Flugunfähiger, der ist schon 10 Jahre alt und der ist sehr dünn, der muss zusetzen. Aber bei uns ist Gott sei Dank keiner möppelig von denen. Die haben nämlich immer Freiflug. Ja, hier seht ihr meine beiden Jungs. Hier vorne ist der Köhm, 10 Jahre alt. Hinten der Penner ist der Nico. Der ist noch nicht mal 3. Die schlafen 20 Stunden am Tag. Und oben sind die Mädels. Links ist Zausel, rechts ist Gina. Zausel ist 4, Gina ist, ich glaube, knapp 3. Auch jede Menge Zuzelkram für die Mädels, ne? Ihr habt immer Langeweile mit den 2 Schlafis. Nix los hier in der Hütte. Dann haben wir denen noch so eine schöne Wand gebaut. Und jetzt kommt das Neue. Wir haben am Käfig so Bretter gemacht und Plexiglas am Spielplatz, damit der Köhm nicht mehr auf den Käfig hoch kann und hier nicht mehr vom Spielplatz runterfällt. Und wieder Futter, die könnten ja sonst verhungern. Ein Katzentrinkbrunnen, oh, da wächst schon Gras raus. Vogel, habt ihr euch selber kein Futter gemacht, ne? Ja, hier auf dem Seil sitzt der Köhm meistens, wenn wir sauber machen. Gott sei Dank klappt das alles mittlerweile in Ruhe. Also wenn wir den Käfig sauber machen. Hier oben sitzen dann die anderen und kacken sich ins Hemd, weil wir hier rumrödeln und einfach deren Zuhause durcheinander bringen. Und am Fenster ist auch ein recht neuer Spielplatz. Aber da trauen die sich noch nicht so ganz hin, nur der Nico. Der liebt das dann, wenn morgens die Sonne hier aufgeht. Wärmt er sich schön im Buckel. So, das ist das Vogelzimmer. Das ganze Reich haben die zur Verfügung. Sagt denen mal einer, dass es denen, glaube ich, ganz gut geht. Die langweilen sich immer gefühlt zu Tode. Wir würden ja auch gerne mal andere Sachen anbieten. Wir haben ja jetzt gerade umgebaut, aber das stresst sie dann auch wieder. Das war's dann.